komme der Yacht näher. Ganz rechts ist doch irgendwie... Hier kommt doch jetzt das Festival. Das ist doch alles kaputt. Ach, das ist eine Yacht. Sag mir das doch mal einer. Die ist da geparkt. Jetzt raff ich's. Ha! Roger, Dad. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das eine Yacht ist. Leck mich am Arsch. Ist nicht wahr. Nehmen wir die Pillen mal mit. Und go. Hilfe! Hey! Oh mein Gott, danke dir. Alles okay? Was soll das denn werden? Kenny? Du ruinierst doch alles! Bitte, bind nicht los! Er wird uns alle umbringen! Halt, 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 halt! Das war ein Probelauf. Ich kann das. Überlebenden-Syndrom. Das macht einen voll fertig. Was zum Teufel machst du da, Kenny? Weißt du was? Hau einfach ab, Nick. Okay? Geh einfach. Mein Selbstvertrauen und Charisma scheinen dich etwas einzuschüchtern, Nick. Oh, hey. Weißt du was? Ich nenne mich um. Ich heiße jetzt Kick. Oh mein Gott, ich trete dir in die Eier. Oh, welch Dankbarkeit. Hey, Moment. Kick klingt sehr ähnlich wie Nick. Oh, wusstest du, dass ich Kombiwaffen herstellen kann? Was zum Teufel? Glaubst du echt, dass du hier einfach reinplatzen und den Chef machen kannst? Nein. Du kannst nicht einfach so Leute retten, Nick. Nein, nein, nein. Ich bin's, okay? Ich bin's. Ich bin der Held. Ich bin schließlich derjenige, der jahrelang in Mamas Keller trainiert hat. Ich. Ich bin der Held. Sieh mich an. Alles, was du kannst, kann ich besser. Ja. Die großen Tage sind vorbei. An dich wird sich keiner erinnern. Ich werde hier nicht sterben. Kenny, du bist ein Vollidiot. Aber der hat echt viele Lebenspunkte. Ich möchte nicht von diesem komischen Kombi-Waffen-Gedings da getroffen werden. Vor allen Dingen ist es nett, dass er einfach den Helden des Spiels nachahmen will. Wenn du eine neue Kombi-Waffe erstellst, wird Nick es ebenfalls tun. Mann, die Kämpfe sind... Ich will nur einmal was Tolles machen! Es kann... Leg ihn um und befreie mich! Bin doch schon dabei! Er ist aber zäh! Der Kleine da ist echt zäh. Super, was? Ich halte es nicht mehr länger aus. Hör auf mit dem Scheiß und hilf mir. Ich komme ja schon die Zombies abklatschen. Hey, was ist das denn für ein Name? Du etwas, du Trottel. Trottel hat sie mich genannt. Weißt du was, Nick? Ich werde es dir einfach machen. Du siehst aus, als bräuchtest du eine Pause. Hey, vielleicht brauchst du einen treuen Sidekick, hä? Kick! Kapiert? Kapiert? Mein Name ist Kick! Das ist... Entscheid dich jetzt, sonst fressen sie mich. Jetzt haben wir beide gerettet. Ach. Danke. Alleine wäre das eng geworden. Bitteschön, Regina. Du bist einfach nur durchgedreht, Kenny. Du hast mich gerettet, obwohl ich mich wie ein Irrer aufgeführt habe. Danke. Kann ich mit dir mitkommen? Ich mache auch keinen Ärger. Ja, ich hoffe, du machst keinen Ärger mehr. Ups. Ich will nur ein Stück dieser Welt. Aber war ganz lustig. So, jetzt haben wir da hinten noch
Lass mich raten, Titanic-Anspielung? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh yeah. Die Inneneinrichtung lässt sehr zu wünschen übrig. Tja. Begib dich zur Karaoke-Bar. Mache ich, aber erst wenn die zwei jetzt abgestellt. Und ich glaube, dann... Wollt ihr Ärger? Ist ja nimmer viel, wir müssen uns dem Ende nähern. Elektrizität macht in dem Spiel echt was her. Da oben müssen wir hin. Kommt zu Sunset Valley. Ich muss ihm folgen. Okay. Das Sunset irgendwas. Irgendwas hat da gestanden. So. Und warte. Dann Regina weg und Kenny weg. Uns erneut einen Schocker. Dann könnten wir noch ein paar Fernkampfwaffen, aber als Kombigerät natürlich gebrauchen. Boah. Nehmen wir halt wieder das Ding, das ist halt gut. Kann man sagen, was man will, es ist gut. So, da unten müsste doch jetzt noch mein Roller stehen. Eure Beerdigung, ihr Penner! Wie es aussieht, steht er aber gar nicht mehr da. Warum nicht? Dann ist er da runtergerollt und das ist er auch nicht. Das heißt, die haben einen Roller geklaut. Ihr Schweine. Dann fahr ich halt mit dem Taxi. Weg! Und in die Richtung. Unterwegs kann ich ja dann wieder wechseln. Zu Mechanikerlabor. Irgendwie erinnert mich die Puppe da oben so ein bisschen an die Figürchen aus dem Fallout. Oh ja, Fallout hätte ich auch nochmal Bock. Einfach zu geil, das Spiel. Was? Schließfach wird gefüllt? Arsch mich nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Brauche noch ein paar Sekunden. Okay, da muss ich Zombies schnetzeln. Dann wollen wir mal. So, es ist jetzt fertig. Das war ja nicht mal viel. Komm, 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 komm. Ah, ganz knapp. Jetzt hat aber, komm. Jawohl. Auf zu unbekannten Weiten. In die Karaoke-Bar. Hooray! So, leider können wir nicht weiter als hier, dann über die Promenade. Ich mach euch alle fertig! Wäre echt cool, wenn man diese Dinger halt einreißen könnte, wie schon mal erwähnt. Dass man nicht wirklich komplett da wieder alleine durchrennen muss. Huh?
Komm ich jetzt da durch? Oh, wir sind schlimmer als alle Zombies dieser Welt. Ah. Wunderbar. Gary, ich komme. Da ist sie, die Karaoke-Bar. Klopf, klopf. Keiner da. Okay. Dann eben über den VIP. Very important person. Willst du mich wieder übers Ohr hauen? Dieses Mal nicht. Du drei Käse hoch. Uh-oh. Gary, was machst du hier? Was war das? Was war das? Das hat sich nach einem Schwächling angehört. Hör zu, du lässt mich da rein. Du klingst, als hättest du plötzlich einen Arsch in der Hose. Ich muss sie rausholen, Gary. Sie bombardieren die Stadt, die Leute sind in Gefahr. Die Leute sind in Gefahr? Wie wär's mit ich bin in Gefahr? Wie wär's, wenn du auch nur mal eine Sekunde an mich denkst? Wie wär's? Der Chef nervt mich dauernd. Mit dieser Annie und dass ich sie herbringen soll. Jetzt habe ich sie endlich da drin? Sicher, ganz ohne deine Hilfe. Wenn sie wieder abhaut, macht er mich einen Kopf kürzer. Er kommt bald her. Aber mein Leben hat sowieso keinen Sinn mehr. Ich bin am Ende. Was bleibt mir denn? Dieser beschissene Job? Der Job ist scheiße! Mir reicht's. Mir reicht's, mir reicht's, hörst du? Ich habe über alles nachgedacht. Seit dem Ausbruch habe ich über alles nachgedacht. Früher ging's mir gut, sehr gut. Ich war ein Wrestler. Ich hatte ein tolles Leben. Ich hatte eine schöne Frau, ein großes Haus. Meine Frau, sie war auch eine tolle Mechanikerin. Ich hab's versaut. Moment. Oh Gott, ich vermisse meine Rhonda. Du lachst. Du lachst mich aus? Ich schütte dir mein Herz aus und du lachst mich aus? Du tust alles, um Rhonda wiederzusehen? Bleib stehen. Dann lass mich rein. Mach mich nicht noch wütender, du kleiner Penner. Okay, gut. Entweder du schaffst es an mir vorbei, oder du tust mir einen Riesengefallen. Sonst kommst du nicht rein. Weiter. Ha! Gib mir einen Grund zu leben. Okay, ich geh dir Rhonda holen. Geil. Das nenn ich mal lustig. Lass den Blödsinn, Kleiner. Wenn du hier rein willst, musst du an mir vorbei. Als ob das so ein großes Problem wäre. Ah, ich muss da durch. Ihr seid tot! Ein viel größeres Problem, aber das kriegen wir Gott sei Dank durch die Welt geschafft. Nein! Ich hab den Hammer geworfen. Thor's Hammer! Ups. Yo, eine Lady im schicken Outfit, die auf der Außenbühne in Central Zombies bekämpft. Unglaublich, Mann. Ja, also gibt's doch noch einen Überlebenden. Eventuell jetzt aber auch die letzte. So, lass mal gucken, wo die ist. Oder so die Bühne. Ganz unten, dachte ich mir. Gut, dann gehen wir erst zu Rhonda. Und mit Rhonda fahren wir dann da drunter. Genau. Nicht draufklettern, draufsteigen, mein lieber Junge. So muss es. Mal sehen, wie Rhonda es aufnehmen wird, ihren geliebten Mann, den ollen Wrestler, mal wieder zu sehen. Und warum hat er gelacht? Eben weil es einfach zu urkomisch ist, dass ausgerechnet Rhonda und der Kerl mal zusammen waren.
So können wir nämlich beide retten. Also, give it a go. What the fuck? Jetzt schon wieder passiert. Scheiß Teil. Ah, und schon wieder kaputt. Dann wollen wir mal. Also da kann man auf nichts mehr sich verlassen. Alles keine Qualitätsarbeit mehr. Nicht mit euch. Sag ich ja. Alles keine Qualitätsarbeit mehr. Yay, Level up. Und dann gibt's mal... Mechaniker fertig. Schnelligkeit für Kombis sind besser. Jetzt könnte ich hier mal noch ein paar Upgrades reinhauen, wie zum Beispiel... verwende ein beliebiges Fahrzeug, um die Dinger herzustellen. Beliebiges zwei Räder für das da. Oh, das könnte man mal machen. Nur hier steht einfach nichts drin an Plänen, deswegen wundert mich das so. Steht gar nichts drin. Hm. Was dürfte der Stab sein? Der ist was Elektrisches. Ja, und da ist, steht da nichts drin. Das ist so scheiße. Haben die Dinger mal gekauft. Das letzte Level Up habe ich anscheinend nicht mitbekommen.